Gut, genau, Gruppe 0. Türme. Wir setzen noch einen vierten hier hin. Man kann nie genug Türme haben. Fertig. Das Gebäude ist nun aus. Haben unsere. Hat unser Sägewerk eigentlich inzwischen was veredelt gekriegt? Ja, ganze 4000. Steuern und Sold werden gezahlt. Das ist ja sehr schön. So ist natürlich einfach dahin zu kommen. So, und jetzt kann Gruppe 0 sich da hierhin bewegen. Kein Problem. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Euer Wunsch ist mir. Ach ja, genau, da war ja was. Ja, ich tue mein Bestes. Vielleicht können wir das freispringen, aber um die Wahrheit zu sagen, weiß ich nicht, ob wir es wollen. Ob da irgendwas ist, was uns nicht mag oder ähnliches. Wie ihr wünscht, so soll es sein. Ja. Weißt du was, du kannst erstmal stehen bleiben. Wir kümmern uns darum. Euer Wunsch ist mir. Du bist gerade das nächste, was wir an einem Kundschafter haben. Und dementsprechend kannst du da bleiben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, wir sind aktuell Stufe 16. Ich frage mich, wie hoch es geht. Ich hab aber das Gefühl, es wird immer noch eine ganze Weile dauern, bis die Leute weiterkommen. Versammelt eure Helden am Lagerfeuer vor der Burg. Ja. Ach so, müssen wir nicht nehmen. Auf jeden Fall. Wir müssen nicht in die verdammte Höhle rein. Okay. Aufs Klo und dann können wir los. Okay, dann geht's also gleich weiter. Jawohl, auf jeden Fall. Ah, Spielstufe ist aufgestiegen. Es ist Zahltag. Das ist genau, worauf ich gehofft habe. Ich möchte vielleicht ein bisschen Laufgeschwindigkeit geben. Sie macht schon was ein bisschen an Schaden, aber ich denke, wir geben ihr Laufgeschwindigkeit. Ja, gut. Will Scarlet, das ist gar keine Frage. Er kriegt einfach noch mehr Schaden. Wir könnten natürlich seine Rüstung verbessern, aber ich glaube, das wäre Verschwendung. Eure Arbeiter bezahlen hier ihre Steuern. Mehr Schaden. Aber natürlich. Ja. Little John, du brauchst nicht mehr viel, dann bist du nahezu immun gegen jede Form von Schaden. Gut, wir hätten ihm Laufgeschwindigkeit hochgeben können noch, damit er ein bisschen schneller unterwegs ist. Aber er so bringt das jetzt schon gerne genug um. Okay, versammeln wir uns bei der Burg. Zahltag. Ein Dorfzentrum wäre schön, wenn wir es bekommen könnten. Hätten wir nicht zulassen können, dass das ganze Dorf hier einfach in Flammen aufgeht und das Dorfzentrum nehmen können? Es wäre hilfreich gewesen. Dieser Turm kann von mir aus noch ein bisschen brennen. Zahltag. Mit Vergnügen. Ich will hier immer noch die verdammte Taverne hinsetzen. Gut, alle Helden haben sich versammelt. Jawohl, gerne. Quick Save. Ja. Ihr habt eine neue Herausforderung. Huch. Hiermit betreue ich euch, Lady Robin, damit den Bau der Brücke zu vollenden und die Hexe Morgana ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Sobald der Fluch gebrochen ist, welcher mein Weib quält, werde ich den Taten meines Sheriffs ein Ende setzen. Er ist zu weit gegangen. Ich bin kein Krieger, so lasst mich euch für den kommenden Kampf segnen. Wenigstens dies will ich für euch tun. Möge euch der Herr Schwert und Bogen leiten, auf dass die Waffen das Böse ausmerzten. Ich danke euch, Priester. Wir wissen das zu schätzen, und mit eurem Segen und meiner Interessantheit sind wir unbesiegbar. Doch gegen das, was uns bevorsteht, hilft nur eine gute Vorbereitung. Kriegen wir jetzt Gewehre? Wenn wir in den Sumpf vorstoßen wollen, müssen wir erst alle stärker werden. Lasst uns zuerst Kräfte sammeln, auch wenn es anstrengend ist. Das ist Überwindung von den Little John. Unfassbar. Und so bereiteten sich die fröhlichen Gesellen auf ihre Begegnung mit einer waschechten Hexe vor. Das Teufelsweib hatte sich der Eitelkeit und des Neides schuldig gemacht und musste der Gerechtigkeit zugeführt werden. Wessen sich am schuldigsten gemacht hat, ist der verdammte Regen.
Also bereiten wir uns vor. Bringen wir den Bau der Brücke zum Abschluss und geben der Prinzessin ihre Menschlichkeit zurück. Okay. Gerne. Auftrag. Todsünde der Eitelkeit. Der Wettstreit im Trinken gegen einen ehemaligen Assassinen der Bruderschaft entpuppte sich als Robins härtester Kampf. Ein solcher, den sie nicht ohne Unterweisung durch einen professionellen Komasäufer bewältigen konnte. Doch kaum geschlagen wurde Will Scarlet Mitglied der fröhlichen Gesellen. Besorgt wegen des üblen Treibens seines letzten Ziels, bat Scarlet Robin um Hilfe. Der gnädige Mann aus dem Morgenland war nichts weiter als ein gottloser Wissenschaftler. Er diente weder seinem noch irgendeinem anderen Gott. In seinem Wahn, eine künstliche Seele zu schaffen, forderte er unzählige Leben. Doch die fröhlichen Gesellen schoben dem ein für alle Mal einen Riegel vor. Und so kam es, dass Will Scarlet die Technologie seiner Waffe preisgab und alle Vorbereitungen getroffen werden konnten. Hinter der Brücke, so hieß es, lauten Abscheulichkeiten. Was würden Robin und ihre wackeren Recken im Sumpf erfahren? Waren sie stark genug für diese Abenteuer? Um die Prinzessin zu retten, musste Robin das Bauprojekt des Heines zum Abschluss bringen und die Hexe im Sumpf besiegen. Das Geheimnis deiner Waffe preisgegeben? Wahrscheinlich gibt er uns noch das Geheimnis einer Waffe. Ich will diese Taverne hier stehen haben. Für euch doch immer. Auf jeden Fall. Ein bisschen Schub geben. Dann kommen wir in den Sumpf und finden heraus, ob die verdammte Blume da ist. Denn dieser Heilpfeil von Robin könnte echt viele retten. Wenn wir da einen kriegen. Weil Leonardo ja sagt, dass er noch diese Heilblumen kriegt und dann kann er so einen Heilnebel schaffen. Unsere Truppen sind eigentlich in sehr gutem Zustand. Ich möchte sie nicht entlassen und durch Scharfschützen ersetzen, gebe ich zu. Wir brauchen irgendwoher noch Bevölkerungsplatz. Ich meine, wir haben theoretisch 8 Plätze, die wir hier nehmen können. Wir könnten theoretisch die ganze Belegschaft hier einfach einstampfen, links und rechts. Zwiebelbrenner zum Beispiel kann auch auf Pause gesetzt werden. Die Hellebarden könnten theoretisch ersetzt werden. Wir haben bisher noch nichts geleistet, außer im Kreis zu rennen. Auf jeden Fall. Jawohl. Ja. Mit Vergnügen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und okay. Werden gezahlt. Wann gibst du das Geheimnis deiner Waffe? Will. Ich hörte, ihr habt euch beliebt beim Prinzen gemacht. Er hat mich von meinen Pflichten entbunden und endlich muss ich mich nicht mehr mit diesem Projekt befassen. Ihr solltet doch wissen, dass durch die lange Wartezeit viele Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Das Gerüst ist morsch und die Nägel sind rostig. Komm, mein Junge, wir gehen nach Hause. Zwar wird es einsam sein, so ohne deine Mutter, aber wir haben immerhin noch uns. Und euch rate ich, erst Gerüst zu erneuern. Durch die lange Wartezeit ist das Holz morsch und die Nägel rostig geworden. Im Zustand kracht euch alles zusammen, bevor die Brücke fertig ist. Ein Brückenarchitekt beginnt mit der Arbeit. Okay. Wir dürfen nicht. Geben wir ein bisschen Schub. Okay, bewegt die Armee zur Brücke und zieht die Hellebarden zurück. Zahltag. Ich tue mein Bestes. Haben wir eigentlich irgendwelche Minen? Nein, ich denke, wir haben keine Minen, ja. Die sind alle schon leer gegangen. Unsere gesamten Ressourcen kommen nur noch aus der Veredelung von Sachen. Und ja, wir könnten sie ruhig stellen, die ganze Veredelung. Wir könnten sogar die Kapelle ruhig stellen, oder die Kirche ruhig stellen, weil wir sie nicht brauchen. Unser Geld könnte uns an der Zeiten ausgehen. Zwei Dorfzentren lassen nicht sehr viel Platz für Geschichten. Repariert die marode Baustelle. Ersetzt das morsche Holz und die völlig verrosteten Nägel. Hinweis: Nach Abschluss des Auftrags werden Mathematik ferngelassen und schon. Okay, alles klar. Es ist Zahltag. Hier. Bezahlt 500 Holz, um das morsche Gerüst der Brückenbaustelle auszutauschen. Bezahlt 500 Eisen, um neue Nägel für die Brückenbaustelle zu schlagen. Eure Gelehrten. Ihr könnt jetzt die Sachen forschen. Gib. Erforscht. Will. Brauche. Prioritäten sind zu setzen. Hier muss die verdammte Taverne stehen.
Die Erforschung einer neuen Fernglas. Technologie ist abgeschlossen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich giere danach. Ich will es. Heureka! Na also. Wird erledigt. Ich bin fertig. Perfekt. Hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schankwirt beginnt mit der Arbeit. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Komm schon, da direkt ausbauen. Und der Zungenlauf, sobald der durch ist, können wir die Uni stilllegen. Wir können diesen Bauernhof theoretisch einreißen, der hier steht. Wir hoffen, dass die Leute vernünftig umverteilen. Werden wir aber wohl nicht. Sobald die Hochschule leergeräumt ist, dann können wir uns unsere Luchsenmacher aufstellen. So, raus mit euch. Es ist Zahltag. Na, wisst ihr was? Hier auf die Richtung kann man den Büchsenmacher ja stellen. Oder ich will gerne ein bisschen weiter rauszoomen. Hierhin könnte der Büchsenmacher natürlich auch. Aber eigentlich möchte ich ihn in der Nähe der Militärgebäude ein bisschen stehen haben. Hier, könnt ihr diesen Bereich hier einnehmen. Wenn wir den Bauplatz hätten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Hier, wisst ihr was? Räumt hier ein paar Bäume frei. Ihr könnt mithelfen. Wenn's denn sein muss. Oh, wir können Gruppe 8 auch entlassen. Wir haben keine Holzprobleme mehr. Natürlich. So. Bleibt konzentriert, Leute. Ja, es ist Zahltag. Na gut. Gruppe 0. Da haben wir, was wir wollen. Gruppe 8. Entlassen. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch an Holzprobleme geraten werden. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Scharfschützen sind fortan eine Option. Kundschafter sind fortan eine Option. Du kannst entlassen werden. Gruppe 9. Technologie ist erforscht. Dieser Bauernhof kann weichen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht und durch eine Taverne ersetzt werden. Der Bauer wollte schon immer mal ein Schankwirt sein. Fertig, Meister. Den Architekten können wir stilllegen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die Brücke kann gebaut werden. So, nach dem Bau der Brücke könnte die angegriffen werden. Es wäre sehr weise, sich vorzubereiten. Davon gehe ich fest aus. Ja, mein Herr. So soll es sein. Sofort. Wir machen folgendes. Wir ziehen die Abelisken zurück. Entlassen die Helebardiere. Die Abelisken übernehmen die Rolle der Stadtwache. Und wir nehmen uns eine Armee aus schweren Scharfschützen mit. Wenn ihr mich kitzelt. So kann das hier funktionieren. Y. Okay, so. Bohrt das mal durch. Heureka! Und die übernehmen Gruppe 4. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Zahltag. So. Wir lassen den hier forschen. Die Abelisken bleiben einfach in Reserve für die Stadt. Genau die richtigen. Denn es gibt keine. Ich vertraue nichts mehr. Wir haben zwar gewissermaßen alle Brücken abgesichert. Mehr oder weniger. Okay, wisst ihr was? Sichern wir alle Brücken noch ein bisschen härter ab. Ihr habt eine neue Technologie. Alle Brücken in alle Richtungen, wenn ich bitten darf. Hier müssen wir auch dementsprechend zwei Türme bauen, Gruppe 9. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Hier können wir noch zwei Türme. Nein. Milizen, nicht Milizen! Ja! Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der. So, alle Brücken in alle Richtungen, das ist unsere Devise. Zahltag.
Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Bevölkerungslimit erreicht. Dort oben im Baum. Kein Satz, den ich gerne höre. Spiel. Sie schattert. Ausbau fertig. Wir brauchen noch 4 Plätze, 6. Das sind 7 Plätze. Wir werden den Platz kriegen. Wir werden unseren Ziegler zum Beispiel jetzt mal kurz mal. Du! Wir können Pause machen. Wir können jetzt das Sägewerk stilllegen, das veredelt sowieso nichts. Gruppe 9 übrigens. Genau, baut die Türme hier weiter. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Hier oben war ja auch noch eine Brücke. Na gut, die war zur Eisenmine. Egal. Weißt du was? Alle Brücken sind alle Brücken. Aber gern. Zahltag. Fertig. Prinzipien sind zu achten und zu ehren. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das Gebäude ist nun. Was, ihr werdet zur Gruppe 0 und die alte Gruppe 0 wird zur Gruppe 9 gemacht, weil die näher an der Stadt ist. So sparen wir uns die ganze Auschwitz-Geschichte. Und die könnt direkt. Ihr könnt dann hier direkt Holz hacken gehen. Ich glaube, das waren alle Brücken hier so weit, oder? Na, es geht nach hier hin noch. Aber das führt in gewissem Maß nach dahin, da ist sowieso gesichert. Da haben wir hier so eine Brücke. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nichts. Kommando zurück, ihr habt noch zu tun. Wenn's denn sein muss. Brücken sind kategorisch zu befestigen. Ja. Selbst wenn es nur irgendwie zu einer Eisenmine führt, aber Brücken brauchen wir. Ja. Immer gesichert. Alle Richtung. Es ist Zahltag. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Außerdem finde ich irgendwie hübsch, wie die Kanonentürme sich ein bisschen einnisten können bei den Zugbrücken. Aber nur ein bisschen. Denn insgesamt beißt sich das ästhetisch gesehen doch schon ein gutes Stück. Gefällt mir nur vom Prinzip her. Da fast versuche ich noch einen dritten Turm hinzusetzen. Aber wir wollen nicht übertreiben. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist ausgebaut. Wo war die letzte Brücke, die wir noch nicht gesehen hatten? Hier. Wird erledigt. Ihr könnt hier aushelfen. Aber gern. Ausbau fertig. Ihr könnt hier dann noch zwei Türme einsetzen, während die anderen das übernehmen, was ihr noch arbeiten seid. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der. So. Doch, Chef. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Aber kann dann hier rüber. Wir haben jetzt wieder 6 Plätze freigekriegt. Zack, zack, zack. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. J war Sägewerk. Eure Arbeiter belegen. Bezahlen ihre Steuern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. 5 Plätze haben wir da frei. Wieso könnt ihr nicht Informationen? Wie ihr wünscht. Wieso funktioniert die Information jetzt gerade nicht mehr? Es ist Zahltag. Spiel. Wie habe ich den Informationsknopf kaputt gekriegt? Der ist wichtig. Warum Spiel? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt.